Ich habe lange nicht mehr so eine schöne Reparatur gesehen. Wie ihr seht, das hier ist ein 08er Blech, was mit Karosseriedichtmasse aufgeklebt worden ist, genietet worden ist, ist TÜV-konform, aber sowas hat in einem Oldtimer nichts verloren. Warum? Schauen wir mal jetzt rein, wie es hier ausschaut. Und ich würde mal sagen, es sieht nicht so toll aus. Hier waren zwei kleine Löcher. Anstelle halt in so einem Bereich ein neues Blech aufzuschweißen, hat man ein ganzes Blech drüber geklebt und hat noch viel, viel mehr Chaos angestellt. Und zusätzlich hat man noch irgendwelche Löcher gebohrt an Stellen, wo keine Löcher hingehören. Naja, wir gucken mal, wie wir das instand setzen. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Sieht es eigentlich auch gar nicht, aber ein geschultes Auge, dem entgeht es natürlich nicht. Gucken wir mal, dass wir es hier abziehen. Man hört schon, das hört sich wirklich an wie so eine Cola-Dose, weil es wirklich nur 08er Blech ist. Kann man machen bei so einem Daily. Aber in einem Oldtimer hat sowas, finde ich, nichts verloren. Andere Gotteswille. Ich liebe es. Schee. Wir gucken jetzt, ob wir das ganze Blech hier reinsetzen oder wirklich nur partiell. Und ich will mal eure Meinung wissen. Überlappend schweißen oder vernieten die das gut oder wirklich nur auf Stoß, wie zum Beispiel hier vorne. Da haben wir das ja gezeigt, wie wir das hier schön eingeschweißt haben. Schreibt es mir in die Kommentare, weil letztes Mal haben viele gesagt, ja, du musst das Blech absetzen, auf Stoß schweißen ist nicht erlaubt und bla bla bla. Aber ich finde halt, sowas ist nicht eine langfristige gute Lösung. Was meint ihr?